Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier diesen Büro RP21 heute vorstellen. Finde ich einen echt coolen Schlepper. Den gibt es bald auf Modding World hier zum Download. Ja, hier handelt es sich um den RP21. Der kostet hier 8000 Euro in der Anschaffung und 408 Leasing. Ich finde, der ist ein cooler Schlepper. Er hat hier auch Symbolisier-Unterstützung. Ich finde es sehr interessant, was der hier alles hier zu bieten hat. Ja, 30 km/h soll das schnell sein und wir haben hier einen 80 Liter Tank, eine Leistung von 72 PS entsprechend hier 53 kW. Wir können uns den jetzt nochmal so kaufen. Dann können wir hier uns eine Frontladekonsole vom BAAS hier hinzufügen und hier hinten gleich noch dazu hier uns ein Fritz-Meyer-Verdeck. So, als nächstes haben wir jetzt hier einfach nur einen Überrollbügel. Finde ich auch super tolle Sache natürlich, wenn man ohne Verdeck hier arbeiten möchte. Ja, dann kaufen wir uns den auch mal so. Und dann, das war's dann soweit, das erstmal hier, was dieser Mod hier uns zu bieten hat. Da holen wir uns gleich hier unseren Frontlader noch hier hinzu. So, nehmen wir jetzt mal hier eine Schaufel. Das ist natürlich optisch natürlich hier besser ausschaut, würde ich mal sagen. So, dann hier als nächstes hier unseren Frontlader hier. Den nehmen wir auch noch hier hinzu. Wenn ihr diesen Frontlader noch nicht habt, diesen Pack, ja, ihr am Ende des Videos habt ihr eine Seite, die nach einem Link zum Video, wo ihr diesen da hier euch dann downloaden könnt. So, ich finde jedenfalls hier diesen Mod echt cool. Der hat hier also, wie gesagt, Symbolisier-Unterstützung. Wir können den jetzt hier über Symbolisier einfach hier starten. Ja, das finde ich schon mal ganz tolle Sache. So. Nehmen wir mal so her. Fahren wir jetzt mal eine kleine Runde. So, dann machen wir gleich jetzt an der Stelle hier uns einen Attacher-Test. 26 km/h ist er schnell. Hupe ist leider hier keine vorhanden, habe ich festgestellt. Und ja, die Hände sind ein bisschen so durchgestreckt, so komisch. Ja, könnte vielleicht das Männchen noch ein bisschen nach hinten gezogen. Dann wird es vielleicht optisch besser wirken. Abgas finde ich echt ganz cool hier, wie er dahin raucht. So, sind wir jetzt hier. Funktioniert. Und hier uns ein Attacher hier, wie wir sehen, hier für Ober- und Unterlenker passt ganz gut. Dynamische Schläuche hat er auch. Jetzt schauen wir mal ganz gut. So, uns ein HW80 natürlich. So. Und dann schauen wir jetzt das Ganze jetzt hier so an. Sehen wir jetzt, hier passt auch ganz gut, wie wir hier sehen. Jetzt kommt hier unser Kugelkopf. Da blendet gleich hier die Ackerschiene aus. So, sind wir jetzt hier, passt auch ganz gut. Sind wir jetzt, wenn wir jetzt hier die Lenkung bewegen, sind wir jetzt hier, das Lenkgetriebe ist animiert. Da vorne ja leider ja das nicht, wie wir sehen. Da geht nur die Stange in die Länge. Dann sind wir auch gleich jetzt dann, ja, uns vorne her das Ganze an. Finde ich, das sieht auch ganz gut aus. Ja, ich habe den Mod mir vorher auch angeschaut. In Ruhe. Sind wir jetzt hier. Sieht auch ganz gut aus. Ja, jedenfalls der Trecker, finde ich, sieht optisch nicht schlecht aus. Er hat hier Gebrauchsspuren. 8 km/h sind wir jetzt retour. Wenn wir jetzt in Ansicht sind, sehen wir jetzt hier, die Nadel ist hier animiert. Pedale leider nicht. Jetzt sind wir jetzt hier unsere Simple IC-Unterstützung. Sehen wir jetzt, können wir uns jetzt hier Schlüssel ein- und ausblenden. Hier genauso. Oder wenn wir jetzt zu viel Durst hatten, dann auf einmal haben wir, okay, dann ist der Sechserdragel weg. Ist auch eine coole Sache. Oder wenn wir gefahren sind jetzt über Ding her, dann haben wir den Hammer vielleicht mal verloren am Feld. Ist auch keine schlechte Idee. Da könnte man hier also ein RP also einbringen. Achse hier vorne. Leider ist die
noch nicht. Wie wir sehen, hier also flexibel, also ist noch starr. So, stellen wir den mal so seitlich mal so her. Bremslicht, wie wir sehen, hier funktioniert. Blinker, wie wir sehen, hier funktionieren. Sehen wir auch hier gleich auch die Reflexion. So, tappen wir jetzt in den anderen rein. Das finde ich ganz toll. Also, jetzt, wenn wir jetzt hier drin sind, also, immer, wir können hier seitlich das rauf und runter tun. Die Weste können wir ein- und ausblenden. Dann haben wir jetzt Werkzeug, ja, Zange, Schraubendreher, wie wir sehen. Jetzt der hier an der Seite. Das Rollo oder die Seitenverdeck kann man hoch und runter tun. Haben wir einen Ausblenden, ja, unser Sechser-Tragel, ja, das haben wir verloren, würde ich mal sagen. Dann jetzt hier können wir das also auf und zu machen. Seitlich haben wir hier noch einen Schlüssel. Den können wir auch hier ein- und ausblenden. Ja, dann starten wir mal unsere Hütte. So. Ziehen wir mal Retour. Da haben wir dann jetzt unseren Frontlader. Ich finde, der passt jetzt optimal mit der Farbe hier dazu. So, sind wir jetzt hier das Ganze optimal. So. Sind wir jetzt hier unsere Elektraulikanschlüsse links und rechts hierher. Das sieht auch ganz cool aus. So, gehen wir jetzt hier in die Nachtschicht natürlich rein. So, sind wir jetzt hier das normale Licht. Blinker, wie wir sehen. Jetzt in die inneren Sicht hier sehen wir jetzt die hier. Ja, haben wir auch alles da, Blinker. Warnblinkanlage blinkt hier unten mit. Mal sehen. Die Kontrolllampe habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, dass die eine Funktion hat. Pedale hier auch nicht animiert, aber ich habe jetzt nur die Zeit. Komisch. Okay. Ah ja, bin ich jetzt hier gewesen. Okay, das war mein Fehler. Ja, Fehler sind dafür da, um sie zu machen, würde ich mal sagen. Oder um sie nachher dann beim nächsten Mal zu vermeiden. Ja, wir können jetzt hier das Verdeck auch noch auf und zu machen. Ja, zeitlich kann man das jetzt auch noch. So, stellen wir den seitlich jetzt mal so her. So, dann würde ich mal sagen, schalt mal die Kiste aus. So, dann laufen wir mal schnell mal rüber. So. Gehen wieder in die Innensicht mal rein. Und natürlich sind bleiben. Ah, das ist die Startkontrolllampe. Und, wie man gesehen hat. Das habe ich davor leider übersehen gehabt. Also, wie man gesehen tut. Also, jetzt. Ah, die ist sehr schnell aus. Naja. Wie wir hier sehen, also 26 km/h fährt er und wir haben jetzt hier auch schon Reifenstaub und das Ganze da. Jedenfalls, ich finde es ein cooler Mod natürlich. So. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder reinschaut und natürlich einen Daumen nach oben da lasst. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.